Wargaming VS Let's Play Let's Go. Heute mit den besten Apps für das iPhone. Und ja, dazu gehört auf jeden Fall Cut the Rope. Ist auch ein Spiel, das schon sehr, sehr alt ist. Daher gibt es auch sehr viele Updates und sehr, sehr viele Levels. Kostet nur 79 Cent oder mittlerweile hat ja Apple diese neue Preisstrategie. Also das ist eben in diesem Bereich. Und ist, glaube ich, besser kann man das gar nicht investieren, meine Freunde. Das ist für mich wirklich das beste Spiel überhaupt. Ist natürlich Geschmackssache. Wenn wir hier auf die Einstellung gehen, können wir die Sprache, Fortschritt und das über das Spiel Informationen heraussuchen. Bei den Zeichnungen, das ist jetzt auch neu, kann man versteckte Inhalte freischalten. Wir klicken hier drauf. Wunderbar, das können wir dann auch gleich teilen. Wollen wir aber natürlich jetzt nicht machen. Wenn wir hier runterziehen, hier gibt es natürlich auch das Cut the Rope Experiments, das ist wie der zweite Teil. Genauso erfolgreich, genauso gut, mit genauso vielen Levels. Ich will euch nicht vorlabern, ich zeige euch jetzt erstmal das Spielprinzip. Es gibt hier mehrere Staffeln, okay? Wir gehen hier auf Staffel 1 und hier gibt es dann die verschiedenen Boxen und jede Box hat ein Thema, okay? Wir können hier natürlich sehen, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Überall, ja, diese Sterne, könnt ihr die rechts unten sehen. Das heißt, ich bin ein Cut-the-Rope-Freak. Ja, habe hier überall meine Sterne geholt. Wir legen los mit dem ersten Level. So, ihr habt es gesehen. Feed with Candy, was so viel heißt wie mit Süßigkeiten füttern. So, wie funktioniert das jetzt? Wir wischen mit dem Finger von rechts nach links. Und zack, haben wir hier unseren kleinen Omen gefüttert. Ich entschuldige, dass diese Musik, die ihr vorhin im Hauptmenü gehört habt, hier im Spiel nicht mehr hört. Das liegt an meiner Aufnahmesoftware. Aber wie gesagt, die Musik ist wirklich sehr, sehr geil. So, wie bekommen wir jetzt das alles in den Mund von diesem kleinen Scheißer? Viele Spieler versuchen einfach nur, die Süßigkeiten in den Mund zu bekommen. Ich dagegen lege sehr, sehr viel Wert drauf, alle drei Sterne zu bekommen. Wir machen mal weiter, damit ihr ungefähr versteht, wie das Spielprinzip aufgebaut ist. Habt ihr gesehen? Ich habe das alles, das ist alles Timing, aber das sind ja noch die Billing-Levels. Ja? Wir gehen mal hier zurück. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgend so eine scheiß Box erwische, wo es natürlich hier total verrückt wird. Ich probiere jetzt einfach mal irgendwas aus. Nimm mal die 18. Wir sind in der Zauberbox. Genau. Geht die Süßigkeit hier zum Beispiel in die grüne Box, kommt sie hier wieder raus. Ich muss jetzt nur ganz kurz herausfinden, was ich hier machen muss. Okay, dieses Level ist jetzt echt blöd. Aber selber schuld, ich habe hier cool gemacht. Also, wir ziehen das hier mal ein bisschen länger, damit das Seil gespannt wird. Ich versuche jetzt dieses Seil und dieses Seil gleichzeitig durchzucutten. Habt ihr gesehen? Jetzt ist er direkt hier reingesprungen. Ich habe aber auch nur einen Stern. Das heißt, um das jetzt so schlau wie möglich zu machen, gehe ich hier nach oben und versuche, das bringt nichts. Ja? Das bringt auch nichts. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Ja, und jetzt schauen wir mal, was passiert. Gar nichts. Ihr seht schon, hier wird krass rumgerätselt. Ja? So einfach wie am Anfang ist das natürlich nicht. Ich zeige euch trotzdem noch hier die anderen Levels. Zauberbox, Valentinsbox. Jedes hat sein eigenes Thema. Wir gehen hier auf die zweite Staffel. Spielzeugbox, Geschenkebox, Kosmosbox, Kosmosbox. Hier hat es was mit Physik zu tun. Ich habe jetzt einfach mal auf die 13 gedrückt. Okay, aha, was auch immer das jetzt sein soll, aha, okay, noch nicht mal geschafft, okay, ich weiß es, wir müssen dieses schöne Baby hier so weit wie möglich nach oben bringen, nochmal. Na, nochmal, Kollege. Zack, 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 zack. Nochmal.
Zack. Ich glaube, ich habe es ein bisschen vermasselt. Ich habe es vermasselt. Machen wir das gerade nochmal. Komm schon, Kollege. Jawohl, jetzt haben wir das doch. Jetzt machen wir das hier noch ein bisschen weiter nach oben. Ihr wisst, glaube ich, gar nicht, was ich hier vorhabe, ne? Warum ich das mache. Seid gespannt. Oh nein. Okay, ich probiere es einfach aus. Und zwar, je höher wir sind, desto heftiger ist ja die Fallkraft. Und wir haben es nicht geschafft, den dritten Stern zu ergattern. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also das heißt, in diesem Spiel muss geknobelt werden bis zum Ende. Und wenn ihr irgendwann mal so gut sein wollt wie ich, ja, dann könnt ihr mich ja mal herausfordern, weil ich habe wirklich alle Sterne. Ich bin wirklich krank. Okay, Dampf- und Laternenbox, das sind gerade die aktuellsten. Da muss ich noch ein bisschen Gas geben. Aber, wie gesagt, dieses Spiel kann ich einfach nur empfehlen. Und ja, genauso wie mein Kanal. Bitte abonnieren, bitte kommentieren. Es werden regelmäßig Videos hochgeladen und natürlich nur die geilsten und die besten Apps. Hier hat meine Reihe Best iPhone Apps mit Cut the Rope gestartet. Und da werden natürlich weitere Videos mit Best Apps folgen. Aber natürlich, wie gewohnt, auch die neuesten Apps. Viel Spaß, meine Freunde. Core Gaming VS. Let's play. Let's go. Bis zum nächsten Mal.